seit über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Ich ehre die Abkommen und den Willen des Imperators. Ich ehre meinen Primarchen und den Ordensmeister, dessen Willen wir gehorchen. Ich ehre die Death Watch und die heilige Pflicht, der ich mich nun verschrieben habe. Die 26. Litanei, der 7. Eid der Überstellung. Es gibt keinen besseren Begleiter als einen Fenris-Wolf. Er ist loyal, grausam und seine Kampfeslust stellt selbst die eines Orks in den Schatten. Ordensbruder Frey von der 8. Kompanie der Space Wolves. Und so sitzt ihr am Lagerfeuer. Es prickelt, die Nacht schreit euch entgegen mit all den Tieren um euch herum, es knackt immer mal wieder vernehmlich und ihr genießt die aufgeschlagenen Eier und den gebratenen Dino. Ja, Gabriel, so ohne Rüstung und ohne Waffen ist schon irgendwie nicht so toll, ne? Das ist ungewohnt. Ich, wie sicher unsere anderen Brüder auch, haben schon lange Zeit nicht mehr das Inquisitorenschiff in so einem Aufzug verlassen, ohne unsere Rüstung und unsere Waffen. Das erinnert mich irgendwie an meine Novizenzeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, dass wir tatsächlich unsere von unserem Primarchen gegebene Ausrüstung zurückgelassen haben. Wir hätten vielleicht doch Stärke demonstrieren mit dem, was wir haben, was von uns vom Imperator gegeben wurde. Und nicht so, nicht nackt. Ja, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, aber über Entscheidungen, die schon getroffen worden sind, zu grübeln, bringt uns überhaupt nicht weiter. Soll ich solche Fehler in Zukunft sicher nicht wiederholen, wenn sie sich denn als Fehler erweisen. Das Größte, das, was mir im Kopf herumgeht. Ich habe keins meiner Ausrüstungsteile dabei. Ich konnte mich dann sehr primitiv ausstatten. Und ich werde wohl ein paar Brüche oder äußerliche Verletzungen heilen können. Aber sollte einer unserer Brüder wirklich schwer verletzt werden, so würde es meine ganze Kraft kosten, seine Gensaat wieder zum meiner Ausrüstung zu schleppen. Ja, das wird bestimmt ein Spaß. Lass uns doch zu den anderen rübergehen. Na, bevor wir das tun, würde ich dir noch gerne eine Frage stellen. Octavius, dein Orden ist wohl dafür bekannt, derartige Teams anzuführen. Du hast es selbst schon getan, unser Team, mehrere Male. Meinst du, oder Space Wolf ist dafür geschaffen? Nun, also ich denke, dass wir in der Vergangenheit ganz gut damit gefahren sind, die Anführerrolle zu rotieren, sodass jeder mit dem nötigen Schwerpunkt auf eine gewisse Art von Mission seine Anführerrolle ausleben kann. Und ich denke mal, guck dich hier mal um und auf einer Jagd, wer ist denn da besser geeignet als Tordal? Du hast natürlich recht. Die Umstände lassen es aussehen, als wäre das wirklich ein geeigneter Zeitpunkt. Doch vom Anführer
wird meistens eine gewisse Intelligenz abverlangt. Und nun, sind wir mal ehrlich, bringt sein Orden nun mal nicht an den Tag. Nun ja, also, da hast du natürlich recht, die Space Wolves sind jetzt nicht besonders mit intellektuellen Leistungen berühmt geworden, das stimmt schon, aber, also, ich kenne ja Tordal schon ziemlich lang und, der wird das schon schaffen. Hätte sich ein hochdekorierter Ordensbruder deinerseits von den Ultramarines vor einer solch primitiven Rasse entkleiden lassen und die Ordensignien ablegen lassen? Diese Frage stelle ich mir und ich denke wohl, meine Brüder hätten es nicht getan, ich hätte es nicht getan. Nun, das ist keine einfache Entscheidung, da stimme ich dir zu. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gemacht hätte, aber wie gesagt, die Entscheidung ist gefallen. Was nützt es darüber jetzt zu lamentieren? Also, wir sind keine Menschen. Wir sind Astartes und wir wachsen mit unseren Aufgaben. Während du das sagst, kannst du sehen, wie Gabriels Kopf einmal herumruckt und er an seinen Gürtel greift, sein Messer zieht und auch Tordal guckt wohl in die gleiche Richtung. Was sehe ich denn? Also ich war wahrscheinlich so von meiner eigenen Rede abgelenkt, dass ich nicht gewürfelt habe. Ja, das kann tatsächlich sein. Die Ultramarines hören sich sehr gerne reden und ja. Du hast auch noch nicht viel Dschungelerfahrung. Hast natürlich schon den einen oder anderen Planeten gesehen, aber ja, das Imperium hat vornehmlich Haifelden. Klar, die Deathwatch ist auch überall anders im Einsatz. Ja, aber du hast dich natürlich erstmal selber reden hören und die anderen sind ja auch in der Nähe. Das Lager war gesichert. Kannst dann auch sehen, wie Wilhelm nach und nach seine Waffe zieht und ihr starrt dann den kleinen Abhang über euch an. Könnt noch einmal ein bisschen das Feuer, einen weiteren Stock reintreten, damit ihr dann noch mehr Licht habt. Ihr habt nichts gesehen, aber ihr habt etwas gehört, was dort oben wohl herumschleicht. Dann würde ich tatsächlich mal meine Nase verwenden, ob ich was rieche. Es riecht nach Schlamm und nach Erde. Mhm. Vielleicht ein bisschen feucht. Das ist natürlich auch, gerade weil du neben dem Feuer saßt, ein bisschen schwierig, aber du weißt doch, dass generell diese Midasaurier mit Schuppenkleid, die haben halt auch einen eigenen Geruch, klar, aber an den Schuppen bleibt nicht wirklich viel haften. Das sind dann eher Exkremente oder so etwas. Mhm. Danach kannst du es aber auch nicht, es ist vor allem was du gehört hast. Also ich fordere Gabriel auf, mit mir näher an die andere Gruppe zu gehen. Tun wir das. Da ist irgendwas. Wir werden möglicherweise beobachtet oder irgendwas kommt auf uns zu. Ich würde auf jeden Fall allen die Richtung zeigen, wo ich was gehört habe. Das ist nichts was sagen, sondern eher so nach dem Motto, dass jeder darauf achtet, dass wir jetzt nicht überrascht werden. Dass irgendwas um uns herumschleicht oder über uns herumschleicht. Ich würde mal ein paar der liegenden Speere in den Boden stecken, dass ich die leichter ziehen kann, wenn ich mit meiner Schleuder werfe. Ja, sehr gut. Du kannst sie natürlich auch, gerade wenn sie im Boden gesteckt sind, so stecken, dass sollte jemand von oben anspringen, dass er eventuell sogar auch auf die Speere drauf springt. Je nachdem, was das für eine Art von Saurier oder Kreatur ist, weiß ja nicht genau, was er um euch herum schleicht, aber irgendwas. Also es war kein Gebüsch, das er geknackt hat, aber das Ding, was dort oben sitzt oder saß, war auch ein guter Jäger. Sonst hättet ihr es im Vorfeld auch schon gehört. Aber dadurch, dass es so nah an euch herangekommen ist, ist das schon beeindruckend gewesen. Aber gut, klar. Gabriel hat es gehört, Tordal und Wilhelm auch. Gut, Octavius war ein bisschen abgelenkt und auch Cry, der ja in seiner Steinrüstung steckt und noch nicht wirklich mit den Urzeitwelten vertraut ist, hat er auch ein. Ja, hat sich dann eher für sein Ei interessiert. Ja, Brüder, facht das Feuer an. Wir brauchen mehr Licht. Mit diesen Worten würde ich mich mal auf meine Brüder verlassend ein bisschen mehr Holz in das Feuer kippen, dass ich eine größere Flamme bekomme, in der Hoffnung, mehr sehen zu können. Lass das Feuer ausgehen. Wir sehen doch hervorragend bei Dunkelheit. Das Feuer blendet uns nur. Sehe ich genauso. Es macht wenig. Außerdem, das Knistern und Knacken lässt die Umgebung deutlich schwerer wahrzunehmen. Und der Geruch erst recht. Cry würde mal in Richtung des Baums gehen und anfangen hochzuklettern.
Welcher Baum? Da, wo den alle meine Brüder gezeigt haben. Also du gehst dann zu dem Gebüsch hin, oder? Ach so, ich dachte, das wäre so über uns. Ja, genau. Also du kannst das dir angucken. Ihr steht jetzt hier an einem kleinen Lagerfeuer und von hier oben hat das irgendwo geknackt. Also da ist so ein ganz kleiner Felsvorsprung. Ihr seid ja auch in der Nähe von der Schlucht. Und es sind nicht so sehr viele Bäume, vornehmlich Büsche. Aber wenn du möchtest, kannst du natürlich da hochklettern. Also das ist 2 Meter, dann nimmst du ein bisschen Anlauf und kannst dich dann da hochkatapultieren. Du hast zwar kein Sprungmodul auf dem Rücken, aber genug Muskelkraft in den Beinen, sodass du dann da im Prinzip auch hochkämest. Ich würde es fast bevorzugen, Silent Move und Klettern zu benutzen, statt zu springen. Okay, kannst du natürlich auch. Musst du auch gar nicht klettern, aber Silent kannst du dich natürlich bewegen. Die Aufmerksamkeit habt ihr natürlich schon, also durch das Feuerknacken, durch eure Stimmen. Du kannst natürlich versuchen, jetzt dich besonders leise dort nach oben zu bewegen. Kannst gerne mal würfeln. Okay, damit kommst du ziemlich leise nach oben und versuchst deine Augen jetzt nach dem Feuer an die Dunkelheit vor dir zu gewöhnen und du kannst aus dem Gebüsch vor dir 2 gelb leuchtende Augen erkennen. Du siehst eine gewaltige Schnauze, die sich nach vorne schiebt und dann zuschnappt. Okay. Ja, würfel mal ausweichen. Ich habe zum Glück nicht mehr als 2 Erfolgsgrade, sonst wäre das ein rasiermesserscharfes Gebiss gewesen. So ist es tatsächlich nur ein Treffer, wenn du nicht ausweichst. Harry gibt's natürlich nicht, oder? In der Situation jetzt gerade bist du wahrscheinlich zu überrascht, dass dir da direkt dann ein Vieh vor den Augen sitzt. Okay, weil ich habe nämlich um einen Punkt meinen Ausweichenwurf nicht geschafft. Ja, wenn du keinen Schicksalspunkt benutzt, dann bekommst du die Kiefer in deine Schulter gebissen. Für ein B10 plus 8. Was hast du für eine Rüstung? Die Feuersteinrüstung. Ich glaube, du hattest 4 gesagt. Ich glaube ja, das könnte sogar sein. Penetration ist aber 5. Und dementsprechend zählt nur dein Widerstand. Ich mache tatsächlich, krittet mit der 10 sind 24 Schadenspunkte abzüglich deines Widerstandsbonus. Okay, da kommen dann ja noch 16 durch. Abenteuer zu Ende. Ja, das Ding schnappt zu, ein gewaltiges du würdest meinen, ein Reptil mit gewaltig großem Kieferknochen und Hundebeinen. Das Ding ist ungefähr so groß, also Schulterhöhe würdest du sagen 1,50 Meter. Also Cray würde überrascht aufschreien und dann schmerzverzerrt. Ja, können wir anderen reagieren? Ja, Initiative. Ist das ein Rechtsbereich? Initiative, dürft ihr natürlich alle gerne würfeln. Ein W10 plus euren Gewandtheitsbonus. Ich habe nur eine 1 gewürfelt. Das ist gut für euch. Mit meinem Agility-Bonus bin ich dann bei der 5. So, wenn wir alle Initiative haben, würde ich einfach oben anfangen. Gabriel. Gabriel greift sich Pfeil und Bogen und versucht, das Feuer zu öffnen. Ja, Entfernung ist nicht weit, 6 Schritt. Das ist kurz. Kriegst du plus 10 Bonus. Ja, ist trotzdem nicht geschafft. Trotzdem nicht geschafft. Auch nicht mit einer plus 20? Mit einer plus 20? Muss schauen. Also plus 20 Bonus von 20, ne? Nicht erschweren das von. Ja, genau. Weil einfach aufgrund der Reichweite, der Entfernung. Muss gerade mal gucken. Gabriel auf die 14. Auch um 4 Punkte nicht geschafft. Wilhelm geht auf die 10. Octavius geht auf die 14. Cry geht auf die 7. Ifrit geht auf die 8. Und Tora? 16. 16. Okay. Dann, du hast nicht getroffen, wir gehen weiter, Todda. Ja, ich höre ja meinen Bruder schreien, pack mir meinen Speer und würde dann mal schauen, was da vor allem gerade Cry erwischt hat und würde halt dahin marschieren.
das Vieh dann, sobald ich sehe, mit meinem Speer attackieren. Ja, also mittlerweile, der Kiefer ist nach vorne geschnappt, schüttelt und reißt ein bisschen an der Schulter von Cry. Du siehst dann auch, dass sein Maul eben blutig gefärbt wird, die Zähne mit den Widerhaken. Cry stürzt da vielleicht so einen halben Schritt auch wieder zurück in die Sicherheit des Lagers und du siehst dann den wilden Kopf dort aufragen. Ja, dann richtig dunkel vor mir. Ihr dürft, wenn ihr mögt, gerne verbotenes Wissen würfeln. Xenos. Oder ja, Tierkunde wäre auch erlaubt. Tierkunde habe ich aber. Xenos habe ich auch nicht geschafft. Ich gebe euch keinen Bonus. Okay, dann habe ich es nicht. Aber Ifrit hat es geschafft. Ja, natürlich, das ist eine Echse, das ist ein Drache. Vor allem, das ist ja der Endgegner für euch schlechthin als Salamander, die Eldar. Die Elderkrieger nehmen sich diese Gartorexe gerne als Haustiere. Die kommen nicht nur hier vor, sondern auch auf vielen anderen Planeten mit Sauriern, so oder so ähnlich. Im Prinzip ein gewaltiges Krokodil, nur mit Hundebein und gewaltig schnell, aber eben mit der Durchschlagskraft eines Krokodils. Und ja, diese als Gartorexe finden sich oft in Begleitung eines Eldars. Heißt das, es kriegt Bonus auf durchschaffst Xenos? Nein, weil es kein Xenos ist. kann ich sehen, ob das Ding die typischen... Ich sag jetzt einfach mal ganz plump, das typische Elder-Halsband trägt oder nicht? Hat's nicht. Es ist ein wildes Gartorex. Okay. Toral, hattest du gesagt, was du machen möchtest? Ja, ich mache jetzt einen Sturmangriff auf ihn und stich das Vieh mit meinem Speer ab. Ja, dafür ist es da. Wird auf jeden Fall treffen. Sehr gut, dann würfel dann Schaden. Das weicht also nicht aus, das höre ich gerne. Nö. 16, Durchschlag 2. 16, Durchschlag 2, er hat eine Rüstung von 4 und einen Widerstand von 4. Dann habe ich 6, was hast du gemacht? 16? 10 Schadenspunkte. Dein Speer zuckt nach vorne, du triffst, streifst so ein bisschen am Auge vorbei. Das Auge selbst wird nicht zerstört, aber eine große Schramme, ein Striemen an seinem Kopf, der dann auch durch das Schuppenkleid hindurchgekommen ist. Korrekt, da ich Sturmangriff gemacht habe, habe ich keine weitere Aktion. Ausgezeichnet. Dann Gabriel war schon Octavius. Ich nehme meinen Pfeil und Bogen und ziele eine Runde, also eine halbe Runde, und schieße dann mit einem Einzelschuss. Alles klar. Ja, also das ist kurz, gibt plus 10, zielen plus 10, dann habe ich schon geschafft. Aber wahrscheinlich ist das auch noch groß, oder? Der Gartorex, oh, ich glaube, ich muss jetzt mal gucken. Also für mich sieht er groß aus. Trades, Bestial, Improved Natural Weapons, Natural Armor, Natural Weapons, Quadruped. Nee, ist es nicht. Ist es nicht groß. Quadruped? Ach nee, das ist vierbeinig. Ja, 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 richtig, ja. Genau. Ja, gut. Ich hab's geschafft. Ja, genau, du hast es geschafft. Kannst deinen Schaden machen. Mit Pfeil und Bogen. Ja, die Auraner schaffen das auch. Dann müsst ihr das ja auch hinkriegen. 1W10 plus 2... DS1. Genau. Genau, DS1. Dann habe ich 5 Rüstung, 6, 7 Rüstung. Da kommt kein Schaden durch. Ah, DS1. Ach so, okay. Du hast sonst 8 Rüstung. Genau, ich habe eine 4er Rüstung und 4er Widerstand. Und mit DS1 bleiben noch 7 Rüstung insgesamt. Ja. Dementsprechend, du schießt den Pfeil auf ihn ab, triffst irgendwie den Unterleib, Teil von seiner Schulter, bleibt auch stecken, aber du siehst kein Blut. Der Pfeil ist erst einmal verloren. Nicht unbedingt verloren, könntest du ihn sicherlich wieder rausziehen, aber dafür müsstest du den Gartorex töten. Dann nach der 14, 10 Wilhelm. Ich möchte mal meine ganzen Trades jetzt mal einsetzen, die ich gekauft habe. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren, falls ich da was falsch einsetze. Ich verlasse mich da ganz auf euch. Und zwar mit unnachgiebig standhaft kriege ich plus 10 aufs Hitten, wenn ich mich nicht bewege. Kann ich den von hier aus abschießen? Ja, also er ist ungefähr vor dir 6 Meter, 7 Meter. Du bist aber ohne eine Deckung. Aber klar, wenn du dich nicht bewegst, kannst du es trotzdem benutzen als Devastator. Genau. Und dann bin ich ein sicherer Schütze. Das bedeutet, ich kann für nur plus minus 10 anvisieren. Ich möchte auf seinen Kopf anvisieren. Ob das einen Effekt hat, keine Ahnung, aber ich möchte das einfach mal machen. Und dann ziehe ich auch eine halbe Runde und werfe einen Speer. Das klingt doch nach einer Aktion.
Versuch doch, das Auge zu treffen. Ich will erstmal den Kopf treffen. Nicht den Baum. Ja, nicht den 100. Baum. Nicht den Baum. Ja, du bist ganz froh, dass der Speer nicht explodieren kann. Du bist dir nicht genau sicher, was da passiert. Du schmeißt deinen Speer und er zerbricht an der Felswand neben Cry. Den hättest du fast getroffen. Ich möchte mit einem vorwurfsvollen Blick auf meine Speerscheider schauen und dann so etwas mummeln wie: Naja, der verdammte Rechtsrall. Ifrit, 8. Ja, erstmal gibt's einen bösen Blick zu Wilhelm, weil das ist seine Schleuder, die er jetzt gehabt. Die hat keinen Rechtsteil mehr gehabt. Dann hole ich mit meiner Schleuder aus und werf meinerseits einen Speer. Mit halber Runde zielen. Gut, halbe Runde zielen. Und 4. Ich habe gut getroffen. Bei 54 plus, ich glaube, da zielen, dann sind das 7 Erfolgsgrade. Ja, das hilft ja nicht wirklich weiter. Weil sie nicht Rasiermesser scharf sind oder sowas. Das machen wir dann mit den Zähnen von dem Gartorex. Hier, der Bogen ist sogar noch primitiv, da habe ich überhaupt keine Chance zu treffen. Nee, Schaden zu machen. Manche. Ja, mach mal Schaden bitte. Wo ist denn die Schadenstabelle? Was hattest du? Du hattest einen Speer, ne? Ein W10 plus 1. Plus dein Schadensstärkebonus. Aber der müsste bei dir, Octavius, doch auch mit draufkommen, oder nicht? Dein Stärkebonus. Tatsächlich plus 3, weil ich Mighty Shot habe. Stärkebonus gibt es meiner Meinung nach nicht im Fernkampf. Okay. Nicht bei Wurfwaffen und sowas. Octavius, du hast immer eine Chance, ne? Wenn du die 10 würfelst, dann krittest du natürlich und dann kann alles durchkommen. Okay. Dann sind das 8. Dann nimmst du die 5 plus 1 sind plus 6. 3. Genau, plus 3. Dann machst du wie viel Schaden? 8. 8. Durchschlag 2 sind 2 Schaden. Geil. Und Cry. Okay. Ich will zuerst mal einen Feat of Strength ansagen. Und dann greife ich das Ding mit den beiden Gürklingen an. Mit den beiden Gürklingen. Ich glaube, wenn du zwei Gürklingen führst, dann kommen Sonderregeln. Und zwar, eine Gürklinge richtet einen Schadenspunkt je Erfolgsgrad beim Angriffswurf an. Wenn der Charakter zwei Gürklingen benutzt, dann plus 2 Schadenspunkte je Erfolgsgrad. Das könnte noch ganz interessant werden. Genau, und ich habe 2 Weapon Wielder und wie nennt sich das? Lightning Attack, also blitzschneller Angriff. Der trifft nicht. Der trifft auch nicht. Bekomm Zeit für einen Schicksalspunkt? Nee, nicht im Kampf. Schicksalspunkt. Vielleicht hast du Freund im Nahkampf, dieses Zusammenhalt oder irgendwie heißt das Skill. Nee, hab ich nicht. Teamfähigkeit, aber ich hab das. Und wenn wir zu zweit sind, kriegst du sowieso plus 10. Außer das Vieh hat automatisch die Unterdrückung wie die Space Marines, dass sie keinen Bonus auf Nahkampf im Überzahl bekommen. Dafür brauchst du Combat Master. Nahkampfmeisterschaft oder wieso? Das wird er wahrscheinlich nicht haben. Nee, gut, er ist ein ganz normaler wilder Gartorex. Dann trifft er sogar. Zwar nur mit einem Erfolgsgrad, aber der macht trotzdem 19 Base. 19? Naja, weil also der Feat of Strength quasi gibt für 2 Runden plus 1 auf die übernatürliche Stärke. Und bei einer Stärke von 50 sind es ja schon mal dann 15 Base-Schaden. Und da kommen dann 2 für Crushing Blow drauf, 2 für die Waffe. Also 17 Bonusschaden, dann plus 1 W10. 2 W10. 2 W10 und einen nimmst du raus. Ah, okay. Und dann kannst du dich rächen. Hast aber keinen Durchschlag. Und primitiv. Okay, also 8. Und da kommen dann nochmal 2 für den einen Erfolgsgrad drauf. Ne? Also quasi 27. 8 plus 17? Ja, plus 2, weil ich ja einen Erfolgsgrad habe und die Gürklingen geben 2 Schaden pro Erfolgsgrad. Richtig. Also sind, was hast du gesagt, 27? 27, aber es ist primitiv. Also wenn er keine, also ich weiß nicht, was verbesserte
was verbesserte natürliche Rüstung macht. Ich weiß nicht, ob die Rüstung von ihm auch als primitiv gilt, weil dann verdoppelst du die Rüstung. Ja, ja, die Rüstung ist so eine Schuppenrüstung, das ist auch eine primitive. Hervorragend, dann verdoppelst du die nicht. Ja, nee, das mache ich nicht. Es ist ja keine Eisenrüstung oder sowas. Das ist ganz normale Urzeitwelt, also primitive Rüstung.